Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Skyrim Elorel. Und wir befinden uns hier in den Ruinen von Haster nicht gesehen, während draußen die Pulverwüste ist, was wir auch gestern gut festgestellt haben. Hier lauern so einige Gegner und der Typ, der wirkt für mich sehr lebendig. Nicht so wie der da. Ja, überlebt einfach mal den ersten Schlag. Das ist so traurig. Das war's mit One-Hit-Wonder. Ich stehe von gestern. Oh oh. Bitte explodiere woanders, okay? Dankeschön. Du, mein Freund, siehst trotzdem sehr lebendig aus. Ich vertraue dir nicht. Okay, er ist tot. Safety first. Einen Schlafsack. Dich hat man anscheinend überrascht. Toter Abenteurer. Gibt es irgendwelche... Notizen zu euch? Gut. Vermute mal, jetzt kann ich mich frei bewegen. Was ist hier passiert? Sagt es mir! Bin neugierig. Habt ihr hier Schutz gesucht? Vor einem Sandsturm oder so? Holy shit, Schlachtmesser. Aegiskrieg haben wir, ja, nehme ich mit. Blitzheilung, oh Gott, danke schön. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Wegstreunender Stiefel. Cool. Wie wertvoll ist. Das goldene Haus. Das goldene Haus. Einst als der Fürstenwald. Und verkackt. Flüsterwald, nicht Fürstenwald. So. Ich denke, wir können weiter. Wir haben keinerlei Info. Aber, Freunde, wir haben Heilung. Wir haben Heilung. Wo ist die Heilung? Magieschutz. Blitzheilung. Eventuell werden wir dies definitiv benötigen. Eventuell definitiv. Heute bist du wieder richtig gut drauf. Lebensabsorption ist auch nicht schlecht, ne? So, nur für den Fall der Fälle, falls es uns mal schlecht geht und wir etwas brauchen, haben wir dies. So, kurz abspeichern. Man weiß ja nie, was um der nächsten Ecke ist. Um der nächsten Ecke. Zero Mann, Alter. Heute hast du es drauf. Heute hast du es drauf, Alter. Heute hast du es richtig drauf. Ich kann nichts machen. Frag mich nicht, ich weiß es selber nicht, was gerade passiert ist. Ich höre doch irgendwas von rechts. Ach, du bist es voll getarnt, Alter. Was ist denn los mit euch? So, huhuhu. Eine Wildmagier-Robo der Zerstörung. Ja gut, kann ich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Das ist wieder so ein kleiner Irrgarten. Wie damals. Ist das vielleicht ein zweiter Eingang? Zu unserer Quest? Nein, das würde uns sonst angezeigt. Dann dürfte es irgendwas anderes zu finden geben. Wieso nehme ich jedes Mal eine Fackel mit, ich weiß. Dir geht's gut, ja? Auf der Falle. Direkt mal zwischen die Beine, Alter. Boom! So gehört sich das.
Weiß nicht, ob hier noch irgendwas auf mich lauert. Du musst das verbrannte Viechding ins Kichts, ne? Großartig, ey. Assassinschuhe. Oh, Wert 99. Crazy stuff, Alter. Vielleicht, wenn wir den Unsichtbarkeitstrank brauchen. Eventuell auf jeden Fall. Jetzt gewöhne ich mir das an. Na, sonst weiter. Oder bist du die Erste? Hä? Nee, das, dann. Ja, das ist Timing, würde ich sagen. Das ist Timing. Ne, da liegt die andere noch, ne? Wir waren einfach zu zweit. Wie fies. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Ach. Eigentlich habe ich gesehen, dass da eine Falle ist. Aber ich dachte mir, ich laufe mal trotzdem rein. Ich bin ja tolerant. Der hatte alleine leiden. Nee, das sollen die Elementare nicht. Vor allem das Feuerelementar hat am Feuer gelitten, auf jeden Fall. Was geht? Es gibt zwei Wege nach unten. Och, bitte tun wir das nicht an. Parieren. Feuerball. Ist das denn ernst leer? Oh Gott! Oh Gott! Der Boden ist heiß. Der Boden ist Lava. Ah, cool. Nur nicht den Boden berühren, Freunde. So. Tja, zum Glück habe ich Skyrim gespielt. Sonst wüsste ich nicht, dass das ein Gegner ist. Sieht zwar nicht gesund aus, aber ich mach's trotzdem. Was ist das für eine Maschine? Ich würde gerne gleich untersuchen. Da ist ein Zettel! Ja! Erfindet die Maschine! Ihr seid großartig. Anscheinend verliere ich nur mein Leben da, wo es dampft. Quasi da. Da. Ich würde gerne trotzdem wissen, was der Typ hat. Ach, das sind die. Das sind die Wurzeln. Ich glaube, das sind die Wurzeln. Aternabogen des Flammenzorns. Holy shit. Will ich haben, gib es mir. Alter Dynamo. Maske der Gefallenen. Block 10% mehr Schaden mit einem Schild. Alter. Was ist denn los hier, Alter? Gut, kann ich leider nicht gebrauchen. So wertvoll. Okay, speichern wir an dieser Stelle noch ab. Ich habe anscheinend die Maschine gefunden. Aber was bringt es mir? Wie auf dem Zettel auch nur stand, findet die Maschine. Ja, hab ich. Und nu? Ich vermute einfach mal, dass das der Schatz war. Die Maschine zu zerstören. Und wenn, dann werden wir vielleicht eines Tages hier eine Quest finden und zurückkommen. Cool. Na, nun denn. Ich würde sagen, so ziehen wir von dannen. Ohne wirklich zu wissen, Schattenstahl jetzt. Was uns diese Maschine bringt. Ist das ein Riesengolem? Scheint so, ne? Wenn ich nur wüsste, was ich mit dir anfangen soll. Ihr seid gut, Alter. Finde die Maschine.
Ja, ach. Na gut, verziehen wir uns hier. Vielleicht kommen wir wieder. Vielleicht weiß einer von euch, was es damit auf sich hat. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, dann würde ich es auf jeden Fall toll finden. Schauen, dass ich den ganzen Weg zurückrennen muss. Sieht mir nicht aus, als wäre hier noch irgendwas. Na gut. Die Maschine sei gefunden. Wer möchte sie haben, der kann sie abholen. Und was ein Scheiß. Jetzt kann ich erstmal den Weg nach Hause suchen. Oder zurück. Bin nicht fähig dazu. Bin unfähig. Halt. Diese Falle. Ist da irgendwas? Oh. Ich hab's dann nur irgendwie bunt leuchten sehen, dachte ich, oh cool. Also, wir gehen hier nach rechts. Keine Ausdauer mehr, WTF. Und so müssten wir auf jeden Fall zurückkommen. Ich bin mir fast sicher. Ach komm. Yep. So, die Jungs haben also nach einer Maschine gesucht. Das Leben des Torgarn. Das goldene Haus. Einst, als der Flüsterwald noch der Wald der tausend Blätter genannt wurde und die Tage auf Enderal jung waren. Der Mann, spät kam es, eines Abends sagte, als sie am nächsten Morgen in den Garten ging, fand sie ihren Gefährten schlafend im Kräuterbeet. Danke für nichts. War mir eine Ehre. Aber was heißt hier danke für nichts? Ja, 60. Ich habe fast das Gefühl, dass trotzdem... Wo ist es? Der hier besser ist. Da haben wir 77 Schaden. Obwohl... der Pfeil wird höchstwahrscheinlich viel Schaden machen, ne? Ja, minus 14. Die Pfeile von unserem magischen Bogen machen den ganzen Schaden. Und der Bogen an sich ist besser. Aber die Pfeile sind stärker. Gut. Das hätten wir geklärt. Das ist das Rätsel des beschworenen Bogens. Schade eigentlich. Gut, dann ist der Bogen doch nicht so geil. Wobei wir es eigentlich testen können, ne? Wir wissen also, dass wir den einen nicht one-hitten können. Wir wissen es. Wollen wir es mal probieren? Wir haben ja noch diesen magischen Schaden dazu. Der müsste da eigentlich noch ein bisschen Schaden rausholen, ne? Der magische Schaden. Ich vermute fast. Gut. Und da war was. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nur ein Trugbild. Das heißt den Sommers. Was für Pfeile habe ich aktiviert? Dann nehmen wir mal die hier. Einfach mal zum Testen. Okay, das war kein Schleichangriff. Deswegen zählt das nicht. Brenne, du Sau. Brenne. Wir müssen definitiv einen Schleichangriff machen. Er hat mich tatsächlich gesehen. Er hat mich einfach nur ignoriert. Ist wahrscheinlich sehr nett. Nicht so wie ich. Der einfach alles und jeden sofort tötet. Ich habe mich mal wieder von der Musik verarschen lassen. So. Schauen wir mal, ob du ein One-Hit-Wonder bist. F9.
Ja, unser beschworener Bogen macht definitiv mehr Schaden. Das kann man so stehen lassen. Hauptsache, ich treffe den. Wo zielst du überhaupt hin? Oder Bogenschütze, wenn der stirbt, ne? Nein, du siehst mich jetzt nicht. Kann ich überhaupt irgendwas treffen? Es ist der Fuchs. Nee, die Pute. Tötet die Pute. Er macht's wirklich. Ich beschütze die Pute. Verdammt, jetzt hat sie getötet. Die einzige, die mich hätte beschützen können. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Da sehen wir mal wieder, dass Bogenschützen irgendwelchen Tanks überlegen sind, vor allem wenn man sie in die Knie schießt, ins Knie schießt. Easy going, Alter. Easy going. Du bist ein Held. Altes Anwesen der Dalvarek entdeckt. Immer ein bisschen Leben. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr rumstreunern, aber die Truhe gehört mir. Wenn ich hier weiter rumlaufe. Scheiße, ich bin überladen. Warum? Warum tötet ihr denn alle? Dann könnte ich vielleicht einen beschworenen Bogen 4 finden. Das wäre doch mal was. So, wir müssen weiter in die Richtung. Ich traue mich gar nicht aufzustehen, ey. Ein bisschen eklig, das Gebiet hier. Ich wäre auch gerne in dem anderen Gebiet, wo ich einfach alles one-hitte. Ich hoffe, du bist eine Tür. Danke. Oh, sieht das cool aus. Ah, das ist der Zugang. Das ist der Zugang. Definitiv. Und wenn das Artefakt gleich wieder am Anfang ist, dann schrei ich aber. Ich will was erleben. Abenteuer. Du bist eine Riesenratte, oder? Ja, one-hitted. Wobei mit einem kritischen Treffer ist, ja. Na, was ganz anderes. Was bist du denn für ein Stein, sag mal? Please not. Löwen. Und du bist der Löwe? Ja. Drehen wir einfach mal durch, ne? Alter, ist das euer Ernst oder was? Wieso lebst du mit den Löwen zusammen? Es ergibt keinen Sinn, ihr seid Todfeind. Ist das dein Ernst? Da wartet schon der Nächste. Natürlich hast du verzogen. Oh Gott, da sind noch mehr. Die sieht aus wie fette Schweine. Kannst du den mal bitte treffen oder so? Wäre das möglich? Da leben einfach Panther und Löwen zusammen. Alter, wie sie ausweichen, ne? Wie sie ausweichen. Das ist doch kein Spiel! So doof flüchtig. Auf der anderen Seite ist auch noch was, ne? Oh Gott. Das war kein kritischer. Das war ein kritischer. Alter. Gut, wir haben genug Leben, Erfahrung, um uns die zwei letzten Punkte zu kaufen. Hoffentlich werde ich dadurch stärker. So, Geisterlauf, Taschendieb oder Verführer. Verführer wollten wir machen, ne? So. Und als nächstes kommt dann der Baum irgendwo. Tiefenkonzentration. Arkane macht, Tiefenkonzentration oder was ist denn hier? Meister der dunklen Künste. Ich glaube, Meister der dunklen Künste ist das, was wir brauchen, ne? Mentalmeister, entfesselte Macht. Ich glaube, das ist Magier, das ist Illusion und das ist halt hier
Beschwörung. Verringert Mana-Kosten von Psionik- und Entropie-Zaubern der Meisterstufe. Okay. Und wir haben Entropie. Es ist Entropie, okay. Konzentration. Stufe 1. Psionik-Zauber wirken 15% länger. Entropie-Zauber verbrauchen 20% weniger. Oh. Schon schlecht. Lehrling der dunklen Künste. Verringert die Mana-Kosten. Noch mehr. Beschworene Waffen verursachen 40% größeren Schaden. Oh, mit beiden. Oh Gott. Oh Gott, wir wären so fucking OP. Sorry für den Ausdruck, aber alter Schwede. Das wird gut, Freunde. Wir brauchen also nur ein paar Level und dann sind wir OP. Vielleicht hätte ich zuerst diese Schiene gehen sollen, ne? Egal, jetzt haben wir den Schleichbonus und es wäre definitiv logischer gewesen, den anderen Weg zu gehen. Wegen Mana-Kosten, der Sparung, Zauber mit doppelten Händen, sodass wir doppelte Stärke des verdammten Bogens haben, Alter. Krass. Da kriegen wir mindestens 100 zusammen. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich bin gespannt. Gut, Freunde, aber bevor wir jetzt hier weiter durch die Gegend düsen, ich glaube, den da oben können wir noch töten, oder? Da noch einer. Hallo? Ich weiß, dass du existierst. Ich habe dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Du bist auch ein komischer Affe gewesen. Was warst du? Alter Tyrange. Sorry, kann sein, dass du nett warst. Dünenheim und Silberhain. Nun denn, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir dann mal wieder eine kleine Expedition starten. Und zwar da rein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.